Zum fünften Mal hintereinander hat die Europäische Zentralbank den Leitzins angehoben, um die Inflation einzudämmen. Durch die Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte steigt der Leitzins auf nun 3,0%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde kündigte in Frankfurt eine weitere Erhöhung um 0,5% für Mitte März an. In Anbetracht des Inflationsdrucks beabsichtigen wir, die Zinssätze auf unserer nächsten geldpolitischen Sitzung im März um weitere 50 Basispunkte anzuheben, und wir werden dann den weiteren Kurs unserer Geldpolitik bewerten. Die Beibehaltung des restriktiven Zinsniveaus wird die Inflation durch eine Dämpfung der Nachfrage längerfristig verringern und auch dem Risiko einer anhaltenden Aufwärtsverschiebung der Inflationserwartungen vorbeugen. Die Preise für Lebensmittel, Kraftstoffe und andere Waren sind seit mehr als einem Jahr stetig gestiegen. In den letzten beiden Monaten hat sich das Wachstumstempo zwar verlangsamt, doch liegt die Inflation nach wie vor weit über dem 2%-Ziel der EZB. Auch die Bank of England hat ihren Zinssatz von 3,5% auf 4% angehoben. Er war bereits auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren, aber auch dort bleibt die Inflation ein hartnäckiges Problem.